Das Game Zombieland Headshot Fever ist für 20 Euro im Oculus Quest Store verfügbar und neben meinem ersten Eindruck bekommt ihr heute die Möglichkeit, das Game zu gewinnen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt und wann die Auslosung stattfindet, erzähle ich euch später im Video. Was ihr jetzt schon mal machen könnt, ist, dieses Video zu liken und mir in die Kommentare zu schreiben, wie euch Zombieland gefällt. Wollt ihr erste Eindrucksvideos zu allen Games auf der Oculus Quest, damit ihr bares Geld bei der Auswahl des nächsten Games im Oculus Quest Store spart? Dann schaut mal in diese Infokarte, da habe ich euch alphabetisch alle Titel im Quest Store hinterlegt. So verschafft ihr euch auf jeden Fall einen perfekten Überblick. Wollt ihr allgemein nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, weder Reviews, Tests noch Tutorials, dann abonniert die Zockstube, denn hier geht es nur um euer Lieblingsheadset. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Zombieland Headshot Fever. So, Zombieland Headshot Fever startet. Ich habe leider keine Twinkies am Start, sonst hätte ich mir jetzt erstmal welche reingehauen. Habe ich mir damals echt so ein Paket aus den USA bestellt, weil ich wissen wollte, was Twinkies sind und wie Twinkies schmecken. Und ja, es war scheiße. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir sind left-handed. Wir sind relativ blass. Wir spielen stehend. Und wir wollen Subtitle. Cool, dass man da so durchgeführt wird. Finde ich gut. Muss man sich jetzt gleich nicht durchs Menü kämpfen. Oh, hey there. Oh, look hi. At home in the safe room of your Xbox's Palo Alto Mansion. You've been hiding there for years. Das ist hier unser Safe House. I'm Columbus, your narrator. Here to bring you up to speed. Das ist Columbus, unser Erzähler. That is life in Zombieland. Look right. Look left. Use the trigger to fire your gun. Shoot. Wie bin ich denn jetzt gelaufen? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Reload. First, flick the thumbstick down to eject the empty magazine. Thumbstick down. Good. Ah, okay, nach unten. Gun's so. Empty. Now to reload. Move your gun down to the magazine on your gun belt. Cool. Now okay. Shoot the targets. So lädt man nach, also nach unten. Zack. Fury. Alles klar. Good job. These Zs don't stand a chance. Ja, that's so ist das. True. I'm just trying to be supportive. Aber wir müssen da hingucken, dann laufen wir weiter. Zombies. Oh, Zombies. Gonna wanna probably, you know, shoot them. Klar. Okay. Combo. Also ihr lauft wirklich, das ist echt ungewohnt, dass ihr da hinlauft, wo ihr hinguckt. Nah, just look up. So, da gehen wir jetzt hoch, durch lange hingucken. Hab ich doch, oder? I know you're still learning. Boom, there you... Yes, adrenaline! Now shoot the bottles. What was hard to do before is now easy, because you've double-tapped your way to adrenaline heaven. Good shooting. Okay, so, die Flasche. That's it. Do that a lot. When the world seems slow, that means you're fast. Ja, wenn die Welt langsam ist, dann sind wir schnell. Pop those zombie heads. So, weiter geht's. Remember the rules, especially rule 2. Double tap. Mal schnell nachladen. Habe ich die jetzt alle daneben gesetzt? Also die Fortbewegungsmechanik, die gefällt mir jetzt hier gerade mit dem Hingucken echt nicht so gut. Aber vielleicht ist das auch einfach nur Gewöhnungssache. It's fine. You've got a gun. You're gonna be safe. Unless it jams. Crap. Oh, Pistole ist kaputt. Scheiße. Ah, da ist der Kollege.
Ja, genau. Schieß mit der Schrot in unsere Richtung, du Blödmann. Noch eine abgesichtet. That's how you make a motherfucking entrance. Ja, Mann. Was ein starkes Bild einfach. This is what I'm talking about. Finally a proper mansion. We lived in Beverly Hills. It was kind of a shithole. Hi, I'm Little Rock. And you... Hallo, Little Rock. You're not a zombie. That's yeah. The guy. On the wall there? Yes, ma'am. He's why we're here. Milo Smartick. You heard of him? Obsessed with challenges, like super competitive. Made a fortune in tech. After the apocalypse, he invented a zombie-killing race sport thing here in Palo Alto. It's kind of a new zombie kill of the week. The Zombieland Invitational. Better known as the Nut Up Cup. We're here to run it. No, we're here to win it. How about you, Pudding Pop? Ja, Pudding Pop, wir sind doch kein Pudding Pop. Oh my god, we could train you. I'm getting star athlete vibes. Ja, trainiere mich. I got 10 worthless pre-apocalypse dollars on a quick death for new guy here. Müssen wir da doch wieder hingucken, oder? We're going to train you, so you know, you don't get killed or revs. Okay. Gain our respect by completing the missions in each course. Then we'll give you harder courses. When you're ready, you can try the Zombieland Invitational. Okay, also es gibt hier verschiedene Kurse und am Ende steht das Zombieland Invitational. So, Select Level, im Moment sind die hier noch gesperrt. Wir können jetzt Rookie auswählen und haben hier verschiedene Stages. Gaz and Gulp, New Guy's House und Junkyard. Ja, wir starten jetzt mal, hier haben wir verschiedene Ziele. Eine Minute Target Time. Wir sollten in einer Minute durch sein. 20 Headshots-Kills. Get the Sunglasses Reward. Also verschiedene Ziele, aber wir versuchen jetzt erstmal zu überleben. Okay, gucken wir uns das an. Here we go. Alles da, Hinder. Remember, double tap, it's a rule. So, durch da. Rüber da. Wow! Okay, rüber. Herrlich arcadig, gefällt mir. Throwers, guess what they do? Yeah, he's winding up. Throwers, die werfen mit Sachen. Okay. Also gibt es noch verschiedene Feindtypen. So, Ziel erreicht. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ich habe Gas gegeben. Ich habe echt versucht, mich zu beeilen. Ja, unter einer Minute. Wir haben 7 Rollen Klopapier gesammelt. Was? Da? 7? Wer ist denn da in 13 Sekunden durchgekommen? Wollt ihr mich verarschen? Was haben wir hier bei Friends? Wer hat denn schon reingeguckt? Nee, das sind Personal Rankings. Okay. Friend Rankings. Okay. Der Sascha hat schon reingeguckt. Alles klar. Ja, sieht aber doch gut aus. Jetzt mal ernsthaft. Das hat doch jetzt Spaß gemacht. Richtig schön Gas gegeben. Und trotzdem nur D als Ranking. Wir hatten jetzt Survive. Haben wir erledigt. Get the Sunglasses. Das war jetzt das einfache. Headshot Kills 20 haben wir hin. Beat 1 Minute haben wir. Jetzt das Einzige, was wir nicht erfüllt haben, sind die Sunglasses. Aber ich glaube, insgesamt war das doch jetzt schon mal ein ganz guter Einstand eigentlich, oder? So, jetzt haben wir freigeschaltet. New Guy's House. Und Perk unlocked Shoot Toilet Paper to get more toilet paper. So many headshots, you could cast them. Nice. Okay, hier kriegen wir jetzt. Respect, complete 15 more missions oder 50 more missions to unlock the Zombieland Invitational. Okay. I suppose I can help. So, da können wir mit X dann hin. As much as I'd be happy not to, they're making me help train you.
Gun Range? Nee, ich will gar nicht practicen. Ich will hier weitermachen. Müssen wir da jetzt rein? Ich will da nicht rein. Gotta practice if you want to win this thing, new guy. Pop all these targets as quick as you can. Okay, also haben wir hier noch einen Trainingsmode. Eine Minute, Startcore. Ja gut, eine Minute können wir mal machen, ne? Ziele abschießen. Unter einer Minute war das Ziel? Ja, das ist ja dann wann schlecht, glaube ich. Gut, dann haben wir hier den Practice-Mode. Auch nicht schlecht. Mal reingeguckt. Da habt ihr wahrscheinlich dann auch noch verschiedene Herausforderungen. Okay, also hier können wir uns aussuchen, welche Waffen wir mit in einen Kurs nehmen wollen. So, wir haben jetzt die Shotgun und unsere normale Pistole. Und jetzt können wir hier hin, um uns den nächsten Kurs auszusuchen. Eigentlich gefällt mir die normale Pistole echt gut. Also weiterhin in Rookie und jetzt haben wir Guess and Gulp ist locked. Also wir werden hier gerade sehr linear durchgeführt. Wir können nicht mal das Level spielen, was wir gerade gespielt haben. Das heißt, wir sollen jetzt New Guys House. Wir haben Preset, Preload, also das haben wir jetzt mit dabei. Eine Minute ist das Ziel, Visit Your Parents. Ach du Scheiße. Ein Ziel ist das nur mit der normalen Pistole zu machen und Get the Robot Reward Toilet Paper. Okay. Dann machen wir's, versuchen wir es mal nur mit der normalen Pistole. Und eine Minute, ne? Reach down with either hand and pull the grip button. Okay, hier ist die Schrotflinte. But hold on to it, okay? Trigger to fire. Reload with the stick like normal. Give it a try. Okay, so laden wir dann nach. Now you're armed like it's the first day of deer season. Okay. Remember, you've plenty of handgun ammo, but special weapon ammo is limited. Okay, das heißt, wir haben unendlich für unsere Knarre, aber für die Shotgun nur begrenzt. Show them what you've learned. Okay, los geht's. Shooting homers gives a penalty. I should have mentioned that. Ach, ich hab einen Unschuldigen getötet. Leck mich doch in den Tisch. Oh. Thanks. They're hungry. Hab ich jetzt verloren? War's das schon? Nee, Restart. Auf jeden Fall Restart. Boah, wie viele Schüsse hat denn der eingesteckt? Und jetzt müssen wir aufpassen, hier sind anscheinend ganz normale Einwohner. Zwar erstmal wissen, guck mal, der flüchtet da beispielsweise. Das gibt dann eine Strafe, wenn wir den niedermetzeln. Is that your daddy? Und da ist hier ein Thrower. Das ist dann die Schwierigkeit, ohne Shotgun da durchzukommen. Da müssen wir vor dem Raum jetzt schön nachladen, damit wir ballern können aus allen Rohren. The Zombie Dead. Oh, hier nur mit einer Knarre durchzukommen ist aber sportlich, wa? War das schon wieder ein Unschuldiger? Nein, Gott!
but don't shoot homers. Wenn du jemanden liebst, dann lass ihn gehen. Sehr gut, wenn man seine Mutter abknallen muss, weil das ein Zombie ist. So. Stage complete, okay. Also hier schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß nicht, wie man da mit einer normalen Knarre durchkommen soll. Wir gehen jetzt mal zum Junkyard. Das kriegen wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen. Junkyard Run. It's a rite of passage. Don't miss ist gut, ey. Da kommt einer gerannt. Alter. Oh, hilft ja nix. Also die Schrotflinte, die kann echt ordentlich regeln. Wow. Komm, 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 komm. Boah. Complete, wow. Echt actiongeladenes Game, kann man echt nicht anders sagen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Home, um euch dann mal von meinem ersten Eindruck zu erzählen. Aber bevor ich damit starte, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Da bin ich sehr gespannt von zu lesen. Durch euren Kommentar nehmt ihr auch am Gewinnspiel teil. Zum Gewinnspiel sage ich jetzt gleich noch was. Also, das Game für 20 Euro. Es ist natürlich sehr einfach gehalten, sehr, sehr arcadig. Und es ist, finde ich, ähnlich durchgeknallt wie der Film. Und es, diese Filmatmosphäre, die kommt hier ganz gut durch, allein durch die Soundkulisse, durch dieses, ja, ich sag mal, dieses irrwitzige Spielprinzip. Gefällt mir echt gut. Und für 20 Euro, ja, klar, günstiger geht immer, aber ich finde das in Ordnung. Ich finde den Preis in Ordnung. Vor allem, wir gehen jetzt nochmal hin, ihr habt hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Guck mal, jetzt können wir hier schon das nächste nehmen. Und da sind wieder verschiedene Karten hinter. Also jetzt haben wir Miami's Apartment Trend Store, Smartic Technologies. Und hier werden dann auch wieder andere Karten hinter sein. Und am Ende habt ihr halt die Möglichkeit, noch weitere Spielmodi freizuschalten, Achievements zu sammeln, andere Waffen freizuschalten. Gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Bin ich gespannt, von euch zu lesen. Ja, und jetzt habe ich euch versprochen, dass ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und zwar könnt ihr ein Key zu Zombieland gewinnen. Wie nehmt ihr am Gewinnspiel teil? Abonniert die Zockstube, liked das Video und schreibt einen Kommentar, also im Prinzip so wie immer. Die Auslosung findet am Sonntag im Livestream statt. Da werde ich die Auslosung veranstalten, also seid am Sonntag um 16 Uhr im Livestream dabei und dann erfahrt ihr, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Außerdem verlose ich am Sonntag die 3 Keys zu Cosmophobia. Das heißt am Sonntag dickes Gewinnspiel und ich freue mich auf euch und bin jetzt gespannt zu lesen, wie ihr dieses Spiel findet. Also schreibt es mir in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Das war mein erster Eindruck zu Zombieland Headshot Fever. Wollt ihr keine Reviews, Tests oder Tutorials mehr zu Oculus Quest verpassen? Dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Möchtet ihr darüber hinaus wissen, wie ihr das Beste aus eurer Oculus Quest rausholen könnt? Dann guckt doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch verständliche Anleitungen und Tutorials hinterlegt, wie ihr das garantiert auch hinbekommt. Außerdem empfehle ich euch mein aktuellstes Video. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!